Keller, bitte. Nein, ich verstehe das nicht. Gestern war ich noch bei Ihnen. Ja, gestern ist aber nun mal gestern. Und Ihre Krankenkasse kann das alles nicht mehr stemmen. Die lebenserhaltenden Maßnahmen sind sehr teuer. Und wenn keine Besserung oder generell keine Regung zu erkennen... Was haben Sie denen gesagt? Haben Sie von einer weiteren Behandlung abgeraten? Behandlung? Herr Keller, machen Sie Ihre Augen auf. Von einer Behandlung kann hier wirklich nicht die Rede sein. Ihre Frau wird beatmet, mehr nicht. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mittlerweile etwas anderes berichten, aber es hat sich nichts geändert. Und nun ist der Punkt gekommen, vor dem Sie nicht mehr weglaufen können. Es tut mir leid. Mir sind die Hände gebunden. Wie lange noch? Wie viel Zeit habe ich noch? Was meinen Sie damit? Ich besorge Ihnen das Geld. Wie viel Zeit habe ich? Herr Keller, wir sind hier nicht in einem Film. Was haben Sie vor? Geld anschaffen? Mutmaßlich noch aus irgendwelchen fragwürdigen Aktivitäten. Ja, und dann? Wollen Sie hier hereinspazieren und mir einen Koffer voll Geld geben? Das funktioniert aber so nicht. Herr Doktor, bis wann muss ich mich entschieden haben? Ihre Krankenkasse gibt all dem noch eine Woche. Es tut mir leid. Gut, ich bin bald wieder hier. Ich finde eine Lösung. Herr Keller, warten Sie. Was ist denn noch? Was ist eigentlich aus Ihrer Sichteinschränkung geworden? Sichteinschränkung? Na, dieser Fleck oder Schemen. Na, Sie wissen doch, schwebende Gestalt war auch Ihre Beschreibung. Ach das? Das ist weg. Nie mehr gesehen. Haben Sie denn etwas darüber in Erfahrung bringen können? Nun ja, ein wenig. Hat sich sogar jetzt bestätigt. Was hat sich wie bestätigt? Eine neurale, kurzzeitige Fehlfunktion. So etwas gibt es öfter bei schlimmen Aufprallen oder bei einem Schock. Jedoch legt sich das in 7 von 10 Fällen nach ein paar Tagen wieder. Und das scheint bei Ihnen ja voll und ganz zuzutreffen. Ja, ja, allerdings. Es ist nichts mehr davon zu sehen. Bis sehr bald, Herr Doktor. Bis bald, Herr Keller. Bitte denken Sie nach und kommen Sie zur Vernunft. Passen Sie auf sich auf. Du selbstgefälliges Arschloch! Ich könnte dich! Würdest du jetzt bitte endlich mal... Halt! Pass auf! Was? Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben den überquerenden Mann auf der rechten Seite übersehen. Den Schulterblick vergessen. Und das sollte Ihnen auch leid tun. Immerhin haben Sie mindestens ein Leben dadurch genommen. Den Schulterblick vergessen. Vertraue ihm nicht, mein Junge. Den Schulterblick vergessen. Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können. Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute. Sie glauben, dass sie alles wissen. Doch in Wirklichkeit wissen sie nichts. Midnight Tales. Angst um Mitternacht.